Ich bin dafür, dass wir tatsächlich diese Instrumente der direkten Demokratie sehr viel mehr einsetzen in Deutschland, auch auf der Bundesebene. Viele sagen ja, das geht nur im Kleinen. Ich finde, das geht auch im Großen. Ich glaube übrigens, das reicht noch nicht. Wir müssen uns noch viel mehr Gedanken darüber machen, wie wir auch Leute direkt einbeziehen, sie ansprechen und sagen, seid ihr bereit, bei runden Tischen mitzumachen? Seid ihr bereit, in neuen Formen mitzumachen, die dafür sorgen, dass gerade wenn es um Großprojekte geht, gerade wenn es um große Ideen auch in der Politik geht, Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden, und zwar aus allen Schichten, aus allen Altersgruppen und aus allen Klassen.